Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Forza Horizon Multiplayer Special Series. Wie ihr seht, spielen wir Cops vs. Racer in der 90s Edition. Und tatsächlich, wenn man das so ein bisschen übergreifend sieht, zu Horizon 4 oder zum offiziellen Horizon 4 Multiplayer Let's Play, dann ist das schon über ein halbes Jahr her. Also von dem her längst mal überfällig, da auch mal wieder mit den 90s-Karren unterwegs zu sein. Mit dabei heute haben wir Andy, Lukas und Lukas, Acid Burn, Beta Effect, Falk, Kobayashi, nur 24 Stunden Racer, Perweka, Pluto Kaskade und Srob. Grüßt euch. Hallo. Guten Tag. Hallöchen. Hallo. Ja, und ich habe mir auch schon überlegt, tatsächlich, sollte irgendwann mal in Horizon 5 CVR gehen. Ich werde gefühlt täglich danach gefragt. Also aktuell ist es immer noch nicht technisch möglich, weil einfach große Kolonnen nicht richtig gut funktionieren. Habe ich mir auch schon überlegt, dass irgendwie die beiden Fahrzeuge fast schon zu den Standardeinheiten kommen könnten und dann wird's schwierig mit 90s, wobei man kann dann trotzdem 90s machen, nur dann fallen die moderneren raus. Aber ich glaube, so Crown Vic und so Impala würde ja immer auch zur normalen Edition irgendwie in Mexiko reinpassen. Aber gut, das ist ein Thema für die Zukunft. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das cool findet oder nicht. Hier auf jeden Fall sind sie Teil der 90s Edition und zu Teil der 90s Edition gehören natürlich auch Racer-Karren aus den 90ern. Und die gehen wir auch mal ganz kurz durch. Da haben wir einmal den Alfa Romeo 155. Ja, man vermisst ihn schon so ein bisschen. Ne? Er ist hier nachträglich reingekommen. In Horizon 5 vermissen wir Alfa Romeo leider komplett. Hoffentlich kommen sie mal noch rein. Dann haben wir eine Buick GSX sowie eine Bentley Turbo R sowie eine Lamborghini Diablo als auch einen Subaru 22B und einen Nissan Skyline GTR R33. Die gilt's, ja, zu fangen, zu schlagen. Ich würde sagen, wir verlieren keine weitere Zeit und gehen rein in die erste Runde. So, los geht die wilde Fahrt im Racer-Team. Du kannst auch fahren, Buick. Ich habe überlegt, ob ich noch einen Donut mache. Aber bitte, auch ja, um die Polizisten gut. Rum, bitte. Das geht nicht ganz. Wenn du vorbeikommst, würde ich auch gerne wissen. Im Racer-Team der ersten Runde auf jeden Fall Kobayashi, Lukas, nur 24 Stunden Racer, Srob und noch dreimal Lukas. Einfach aus Prinzip. Ihr habt doch Spaß in dem Mann-Gag, oder? Ja. Ich merke jetzt schon. Den ziehen wir doch durch. Ich hab schon geschaut, dass ich keine Powerbrick habe. Ey, komm trotzdem. Oh, ich fühle mich hier wie ein Eiszapfen. Was? Ja, zumindest ein bisschen kalt. Ich muss erstmal jetzt wieder mit der Map klarkommen. Ey, die Leute denken auch wieder, ich habe so einen Schlaganfall, aber ich muss, ey, kann ich bei vorzuweisen, ich bin immer wieder so schnell raus aus der Karte, das ist Wahnsinn. 3, 2, 1. Gewonnen! Ja, nice, okay, ja, super. Perfekt. Das ging einfach. Leider ja. Gar keine Gegenwehr. Haben wir stark gemacht. Seitenwechsel. Ich überprüfe die Theorie, die ich jedes Mal überprüfe. Ob jemand am Highway unterwegs ist. Die könnte ich schon verifizieren, da war ich. Ah, okay, ja gut. Nee, ich fahre nach Castle View von was auch immer das unten ist, 2 Millionen wieder aus. Ah, von Fairlawn Manor. Fairlawn Manor, ja. Also ich bin der Strandstraße. Ja, da bin ich gerade auch. Ich fahre auch wieder innen rein. Das ist gerade so eine Umgewöhnung, dass der Gegenverkehr auf der rechten Seite ist. Ja. Einfach ausweichen. Obwohl ich mich in Mexiko immer noch ertappe, dass ich im Gegenverkehr fahre, wenn ich irgendwo hinfahre. Naja, das ist hart. Lukas, überall wurde fest. Gegenverkehr. Ja, die Natur hat ja auch was gegen mich, also das ist ja auch klar. Das ist aber auch nichts Neues. Eben, richtig. Ich hatte gerade leichten, feinen Kontakt mit einer Mauer, aber es ist nur optischer Schaden gewesen, es ist alles gut. Mir ist die Rückleuchte nur gerissen. Optimal. Eine feste Mauer oder eine richtige Nee, das war eine feste Mauer. Autobahn Richtung Flugplatz ist eine Crown Vic. Oh no. Kam mir entgegen im Gegenverkehr. Besser gesagt, der war Geisterfahrer, das hat mir gar nicht gefallen. Erstmal Anzeige rausgeschickt, ne? Das geht ja auch erstmal nicht. Erstmal eine Beschwerde einreichen. Sehr ich gut. Bin ein Castle View und hier ist kein Cop. Oh, hier ist auch ein Crown Vic. Guten Tag, ja. Also bei dem einen anderen Haus da unten, ich weiß die Namen von den Häusern nicht. Ja, wo bist du ungefähr? Also jetzt wieder nach Edinburgh rein, von Süden. Okay. Und Süden ja. Hört sich mehr nach oh Strand Gott, an. Da kommt mir einer entgegen, das ist nicht cool, das ist nicht gut.
Oh, seitlich. Ah, ausgetrickst. Ist wer auf der Strandstraße jetzt, oder? Ich bin gerade genau am Bamborough Castle. Gerade ein in Richtung Bamborough Castle gefahren, weißt du? Ja, ich fahr schon in Richtung Bauernhof. Durch. Ich hab gerade die Strandstraße Richtung Norden. Ich weiß irgendwie das halt leider nicht so genau, weil es angekommen. Ja, ich bin auch nicht hilfreich, wenn ich hier Angaben mache. Ich so, im Süden. Also viel Spaß mit der Straßensicht. Wer hat jetzt einen? Ich hatte auf jeden Fall einen dran, ich weiß nicht, ob er noch da ist. Ich habe mich hinter einem LKW versteckt und bin neben dem LKW parallel gefahren. Das hat irgendwie funktioniert. Ich hatte auch einen relativ nördlich in der Stadt, weiß aber auch nicht mehr, ob der noch dran ist oder nicht. Vielleicht fallen mir jetzt auch wieder. Ah, ne, er ist noch dran. Aber mit Abstand. Hat irgendjemand eine Verfolgung gerade in nördlicher Teil der Stadt? Ja, so in die Richtung dürfte es sein, ja. In die Richtung oder ganz Norden? Ja, ich bin gerade selbst im irritiert. Ja, also ich kann jetzt, fahre jetzt die Straße von Norden an die Strandstraße runter. Kirschbaum, oh Gott, ja, ich habe zwei Polizeiwagen hinter mir. Oh, wo kommen die denn her? Ah, okay, dann bin ich hier gerade an deiner Verfolgung vorbeigefahren. Schön, schön, schön. Ja, ich fahre jetzt die Strandstraße Richtung Süden. Optimal. Also ich fahre jetzt gerade raus auf die Strandstraße. Ja, aber ein bisschen Schiss gleich Head-on ein Auto abzukriegen. Du hast es ja auch fast geschafft. 3,5 Minuten sind vorbei. Wunderbar. Wäre ein neuer Rekord. Hallo. Mein letztes Mal habe ich es ja geschafft. Das reicht ja dann auch wieder für die nächsten paar Folgen. Reicht für das Jahr. Ja, es reicht auch wieder für das Jahr. Meine gute Statistik reicht dann ja. Eine Klamikaura fährt zur Castle. Könnte sein, dass da was in der dass da ein Impala in der Nähe war. Ja, ich habe auch jetzt zwei an mir dran. Den Schleichweg. Obwohl ich sehe die beiden ab. Einer wird versuchen, über Flugplatz wahrscheinlich zu dir zu kommen, Lukas. Ist gut, danke. Oh, einer ist gerade am Umdrehen, der kam aus dem Süden, die Strandstraße hoch, aber der hat direkt vor mir schon die 180er gestorben, statt auf mich zuzufahren. Gut. Wart ihr im Impala? Ja, war ein Impala. Ich bin jetzt beim Leuchtturm. Das hat er versucht bei mir auch zu machen. Nicht so smart, ich glaube, mir das vielleicht mitteilen. Ja, doch, dranbleiben ist uns halt auch was. Ja, aber wenn das einen halben Kilometer vor dir macht. Ja, der war schon halb. Kurz vorher hat er schon die Karre rumgeschmissen. Oh, ja, um halt. Nein. Links, nein. Da. Ja, okay. Der ignoriert mich. Okay, gut. Ja, ist ja auch nicht. Also nicht gut, das soll ich nicht ignorieren. Schnapp dir den Diablo und komm, weg, ab geht's. Nein, er weiß. Lass mich doch in Ruhe. Was bist du für Teammate? Er opfert mich hier. Er kommt mir mit dem Diablo entgegen. Boah. Der kam mir gerade beim Alpha entgegen, nochmal. Dreck. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, kommt ein Verkehr, Achtung. Warte mal. Also wenn man den Alpha sieht, man sieht erstmal nur weiß. Ich bin raus. Bist du gerade in die Kopf, die mir entgegen... Oh, bist du mal in den Verfolger reingekracht? Okay. Ja, ich bin raus. Oh Gott! Oh, ich wurde gerade voll in die Wiese katapultiert. Ich habe... Wie viel Motorschaden? 27%. Da kam ja noch einer von vorne. Wo kommen die denn alle her? Warte mal. Ich bin oberhalb des Flugplatzes. Ja, und sonst noch keiner. Ja, aber Lukas wird verfolgt, so ist raus. Bitten kurz davor, ich habe 27% Leben und will. Oh Gott! Ja, 27% ist ja nichts. Jetzt sind 72%. Ja, dann hast du sogar noch 27. Das ist nur so ein Zahlen. Der Alpha. Ja. Oh, komm bitte! Nein! Sie haben mich, ja, das war's. Na, ja. Schade. Oh. Der hat mich gerammt in seinen Kollegen rein, der da stand, ja. Wie lange hat er jetzt überlebt? Bei Castle View, da stehe ich direkt kurz davor. Okay, dann fahre ich mal Strand raus runter. Ich übergebe mich auf die Bergrundstrecke. 6 Minuten sind vorbei. Komm zu einer weiteren kurzen Folge mit Lukas. Egal, wir haben ja den wunderbaren... Die Wegfahrtzeit mit einbegriff. Ist Gottesen, ey. Also 6 Minuten Spielzeit. Sind ah, okay. Ja, okay. So, ich guck mal von oben ein bisschen zu. Ja. Ey, die Polizei darf stehen bleiben, ne? Das ist ja, erlaubt. Die dürfen ne? Ich frage nur gerade deshalb. Was ich mir gemerkt habe, als ich das letzte Mal in Diablo gefahren bin, das Getriebe hält sehr viel aus. Danke für diesen wissenschaftlichen Einschub. Also, wenn ihr in der Realität ein Lamborghini Diablo besitzt, in Edinburgh unterwegs seid und zufällig eine Polizeiverfolgung anzettelt, macht euch keine Gedanken um euer Getriebe, das hält was aus. Ist auch ja. So. Schläge auf 6 sind gar kein Problem. Wenn ihr ihn vor 12 verschont, ist alles super. Ja.
Ey, aber warum nehmen die denn jedes Mal auf mich ab? Ey, ich habe jedes Mal direkt immer davor gesagt, mit das allen. Ist das jedes Mal? Lukas, mit allen geht schnell wegen Design-Taktik. Ja, ich nächstes Mal fahre ich einfach Camouflage. Ich fahre ein Fiesta einfach blau im Dachgepäckträger, ey. Das wäre eine Option. Haben ein paar schon versucht. Ich glaube, niemand hat es bisher geschafft. Ja, okay. Ist jemand gerade auf der Autobahn? Also Autobahn Richtung Flugplatz abfahrten. Nein, aber nicht. Okay, dann ist es ein Cop, der ein bisschen zu viel getrunken hat. Wo konkret? gleich bei den Abfahrten. Ja, anhalten, ein gutes Machen. Nee, das war kein Cop, das war irgendein random Spieler. Ja, es ist ein random Spieler, ja, das ist keiner. Ich kann nicht darüber gerne berichten, dass es random Spieler sind hier und da. Ja, wenn es ein Blaulicht hat. Wo fährst du hin dann? Ich fahr jetzt die Autobahn hoch und runter. Okay. Hoch und runter. Ja, ich habe jetzt schon 20% Reifenschaden. So viel darf ja nicht mein Bentley, ich bin bei 19. Ja, die haben mich so doof bei Kassentüren in diese dumme Mauer reingerammt. Die haben mich vor den in den Eingang reingeschubst, voll des Schmackes, ey. Ich habe ja die ganze Zeit. Oh no. Nur eine Pader, oder? Oh ja. Ja gut. Nee, kann ich was. Nee, ist gone weg. Den hat Kobayashi dir angeschleppt. Hä? Ist okay. Ist fine. Alles gut. Andi hat gerade einen Kopf an den Backen, den du eigentlich an der Backe hattest, aber der hat sich jetzt umentschieden. Kein Problem. Ja, der hat den fetten Bandit. Oh, Rauchbombe, sehr gut. Jawohl, da muss ich hin. So, und da ich schätze, dass mich hier jetzt entgegenkommen würde, wechsel mal die Stelle. Wo? Ich nicht. Oh. Was ist das, ein bisschen mobben? Wenn man von der Straße ab, drehen wir an Autobahn. Yes. Aber Andi, wie viel wiegt deine 1,8 Tonnen? Will nicht 1,78. Oh Gott, Impala, hallo. Und tschüss. Ich habe gerade nur auf die Reaktion gewartet. Ich dachte, das wird lustig, wo Andi gerade abbiegt. Das war gerade auf zwei Ebenen super lucky. Erst fährt der Kopf gerade so an mir vorbei, dass er mich streift, und dann streife ich einen Baum und fahre vorbei. Ist okay, ist fein. So, 1, 2, 3, 4, 2 fehlen noch. Let's go. Willkommen in meiner Situation. Ja, mal gucken, was das wird. Darf ich nochmal fragen, wo die Verfolgung jetzt gerade ist? Was? Darf ich fragen, wo die Verfolgung jetzt gerade ist? Nö. Weil ich will nicht einen auf Alpha machen. Aber ein Kollege hat gesagt, das ist eine gute Idee. Sorry. Lass mal das, machen wir weiter. Ah, die geht's runter. Suche deinen Punkt gerade in dem Schlamassel, da wo bist du denn? Nein, hier. Wie viel hast du jetzt an dir dran? Das dürfte jetzt der fünfte sein. Na dann, wird irgendwo noch einer rumfliegen. Ja, ich hab hier recht, die restlichen gerade sehr viel Urlaub, macht man da lustig sein. Ja, die machen Donutpause. Der eine macht Donutpause. 1, 2, 3, ne, sind immer noch nur 4, hä? Da ist gerade einer dazugekommen. Tug. Rutsch am Baum. Jemand auf der Strandstraße? Nope. Würde aber trotzdem interessieren, wo Andi ist. Warum hier gerade fahren? Irgendwo in oder um Edinburgh. Andi sagt, ich bin schon ja Teamkamerad, weil ich einen Diablo verrate, aber er selber einfach mit ganz viel Spann vom Kopf einfach ja, auf die anderen Spieler zufahren. Ja, ich verrate ja keinen Teamkollegen hier, ja. Lukas, das ist schon frech, was du gemacht hast. Du bist kläglich gescheitert und hast auch noch Karma kassiert. Nee, der Alpha hat erst Karma kassiert und danach habe ich Karma kassiert. Das würde ich genauso verraten. Derjenige wusste es nur nicht. Wie Schaden habe ich eigentlich? Okay, 4,2%. Mauern tun weh. Das ist richtig. Ja, ich habe 0,8% Lenkungsschaden durch eine Mauer. Entspannt. Oh Gott, da war ein Kopf. Nein. Ich bin begeistert, wie lange Andi das überlebt. Das ist bei Andi immer so. Pass auf, Andi macht gleich einen Salto. Und alle Cops fahren irgendwo gegen. Das ist schon mal vorgekommen. Oder er fährt mal über einen Bahnübergang. Und wieder links runter. Nein.
Achso, machst wieder den Andi. Damit hat er nicht gerechnet. Hi, na? Hi. Guck mal, ja, steht damit auch nicht gerechnet. Ist nur verdient. Ich, Andi, ich hab einen für dich kaputt gemacht. Optimal. Wie fühlt sich das an, mit dem Diablo immer auf die Menge der ganzen Polizeiwagen zuzufahren? Das ist das zweite Mal jetzt schon. Also mir macht das nichts aus, weil ich habe sehr viel Vertrauen in mein Getriebe und in den Motor. Ja, stimmt. Du hast aber vorher, dass ich nicht vorne sitze. Das ist die Frage, wo fahre ich hier? Ich darf doch nicht rechts runter. Ich muss links abbiegen auf jeden Fall. Flugplatz, Caseview, Stadtwein. Ja, klingt nach dem Plan. Da fahre ich auch gerade entlang. Also perfekt. Habe ich jetzt echt nur... Ah ne, zwei. Zwei, immerhin. Details, warte mal. Da bin ich doch. Okay, ich fahre nicht Castleview, weil die werden mir da entgegenkommen. Ja, ich bin gerade an Castleview vorbeigefahren mit der Angst, dass da einer spawnt. Dann würde ich sagen, fahre ich über die Regedächtnismauer. Ja, das ist ein Plan. Das ist ein sehr solider Plan, ja. Ja, ist ja gerade so dagegen. Ja. So, ist der Kopf auch weg. Hast schon wieder einen weggeschmissen. Ah, nee, doch nicht. Hat's genauso überlebt wie ich. War aber ein guter Plan, muss man sagen. Hat nur nicht funktioniert. Aber den Bentley konnte man nicht übersehen. Ich hab's ja auch fucking Haus. Und rein hier. Und dann kann ich über Castleview rüber. Noch ein bisschen. Oh Gott! Das war stark predicted. Ja, hat dich getroffen. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, dass halt einer hier über den Schleichweg fährt, aber okay. Der ist schon vorher, wurde zum Start gebogen, schon vorher eine Straße rein, ist seitdem parallel zu euch gefahren die ganze Zeit. Ja, okay. Andi, war sehr smart, ja. Ich fahr Strand wieder runter. Okay, dann dreh ich mal. Warte mal, bist du gleich an der Kreuzung? Besser an der Gabelung. Dauert noch ein bisschen. Okay, da habe ich schon mal umgedreht. Wait, wie komme ich jetzt hier raus? Warte mal. Achso, das ist jetzt. Moment. Mauer. Ah, hier komme ich raus. Okay, sehr gut, danke. Hilfe, ich hänge hier. So. Was? Okay, das hatten wir auch noch nicht. War es nicht? Ich wurde rausgeschossen ins Gelände und danach kam eine feste Mauer. Ich hing also hinter der festen Mauer quasi. Ich sag mal so, du hast auf jeden Fall für Verwirrung gestiftet. Optimal. Also deshalb hat gerade maximal alles zerstreut hier gerade. Oh, nee. Hat irgendwer einen Timer gestellt? Ich hab nur so. Ja, 15:30 sind vorbei. Wie lange haben wir nochmal Zeit? 20. Dann ist auch ja, hab ich auf jeden Fall lange durch, lange Zeit durchgehalten, mein Respekt. Und links rum. Also irgendwann, wenn der Bentley auch mal mein Input realisiert. Ja, der braucht ein bisschen, Andi. Ja, er fährt sich eigentlich sogar ganz geil, aber du merkst halt trotzdem, du lenkst ein, und dann Gedenksekunde und dann kommt die Lenkbewegung. Ne, du nicht. Du nicht, sag ich. Hi. Aber irgendwas. Ja. Wo seid denn ihr? Ich bin in der Stadt. Stadt. Ich bin jetzt Richtung Autobahn unterwegs. Jo, also Andi, wenn du auf die Autobahn willst, ich nehme dir gern zwei Cops ab. Oh nee. What habe ich jetzt gemacht? Randoms. Ja, in der Stadt sind gerade sehr viele Randoms unterwegs. Ich hab, glaube ich, mit einem Move. War nicht. Die halbe Bataillon auseinandergenommen. Andi, was hast du wieder getan? Ich sag's dir, wenn ich's weiß. Okay. Holy shit. Ja, ist lieber auf jeden Fall nicht schlecht, würde ich sagen. Da sind einige Punkte plötzlich verschwunden. Das ist okay. Komm ich mit klar. Andi hat wieder den Nuke gezündet. Ist schon mal passiert. Ist gar nicht so schlimm jetzt, oder? Aber
Ist auch noch nie passiert, dass jemand durch die Straßenbahn komplett rausgenommen wurde. Ja, ich konnte zum Glück noch nach links lenken und nicht frontal rein. Wie manövriere ich weiter? Ich habe immer noch drei hinter mir. Da kommt einer von vorne. Oh, der trifft. Ja, schade. Das war's? Ja. Och nö. Aber gut war der Move trotzdem, was auch immer ich da gemacht habe. Wo bist du denn gestorben? Am Strand. Ja. Lukas spricht meine Sprache. Warte mal, das gibt so keinen. Helfen, wo ich kann. Danke. Ich bräuchte einen neuen Satz Reifen. Ich habe knapp 50%. Ja, das ist so bis zum Ende der Zeit wohl noch auf Kette kriegen. Da brauchst du so viel Reifen. 15 Minuten noch? Das sind die Standardreifen, also die sind noch schlechter als Straßenreifen. Noch 15 Minuten? 15? Ja. Okay. Noch 5, hoffe ich. Nein, 15. Wenn Andi raus ist, wird die Zeit zurückgesetzt. Ja. Oh no. Ja, aber ihr habt jetzt gerade gut Ruhe. Das sagst du jetzt? Sag das mal in 14 Minuten noch. Wenn Ray mehrfach reinkommt, wir könnten die Aufnahme jetzt auch gerne beenden. Er ist so, nein. Wir fahren noch. Wir fahren noch. Alle. Ja. Ihr denkt, ihr habt uns, ha? Wir sind geflüchtet. Oh, Bergrundstrecke wäre smart gewesen. Von da rein abzubiegen, ja, da vorne rechts reingekommen. Ich habe da zu spät realisiert, dass ich da einen Move-Schammer gemacht habe, der halt echt 4 von denen rausgenommen hat. Also, da war ich halt schon an der Kreuzung vorbei. Nein, davon ist was. Aber ganz langsam, vielleicht bemerkt er mich nicht. Achso, wie ein T-Rex, wenn du dich nicht bewegst, kann er dich nicht sehen. Nein, er hat mich bemerkt. Ja, ich habe auch eine Verfolgung. Optimal. Okay. Das läuft ja wunderbar bei euch. Und ich fahre auch noch Richtung Castleview. Jetzt kommt mir gleich die komplette Kavallerie entgegen. Ich sehe es doch schon. Soll ich mal reinspringen zur Ablenkung? Ja, bei mir sind jetzt 2, weil einer sich anscheinend bei Castle gerade repariert hat oder so. Ich habe langweilig hier auf Kopfjagd. Ich habe ja noch ein paar Minuten. Nutzen wir mal den nicht vorhandenen Kurven. 3, 2, 1, vorbei. Aber wirklich? Ja. Zeit ist ja relativ, ne? Also, das war schnell 14 Minuten. Ihr seid alle noch in der Verfolgung, oder? Nee, nein, ich keine. Ach, Kobayashi nicht. Ja, doch, du fährst jetzt noch zu der Verfolgung. Okay. Du warst raus. Oh, warte mal, ich bin ja gleich beim. Ja, 2 sind noch in einer. Richtig. Ja. Jawohl, das wäre auch meine Idee, Lambo in Offroad schmeißen. Das sehe ich nichts Verwerfliches dran. Du kannst aufpassen, dass die Stelle, wo Andi es geschafft hat, in eine Mauer zu fliegen, wo eigentlich gar nichts zu suchen hat. Ja, die Gedächtniskurve. Man kennt sie. Dafür muss man aber auch Talent haben. Ja, vor allem waren alle irritiert. Andi ist da liegen geblieben und alle sind einfach weitergefahren. Das hat die gar nicht gejuckt. Die mich ja auch nicht gesehen haben. Ja. Sind eigentlich jetzt gerade an mir die Leute und dir, Lukas. Bei mir ist nur einer noch. Ich habe 2 bei mir. Dann werden sie erstmal Bambini auf dich machen. Dann versuche ich mal meinen abzuhängen. Ja, ich habe aber auch schon ein bisschen Damage. Jo, lass mich hier abbiegen. Also, ich sag mal so, Lukas, ich würde nochmal zählen. Sind schon mehr. Wir sagen mal so, nur 24 Racer beschäftigt den einen anderen. Ah. Viel Spaß. Verschmelzen. Ich weiß ja leider nicht, wer an mir dran ist. Aber das geht aber ganz schön viel neben die Straße da gerade. Ja, ach, macht nur ein bisschen an den Strand. Der hat Alra, der Alpha, der packt das. Richtig. War gefühlt nur noch die Hälfte der Leistung, aber... Es ist ein Alpha, was soll schon Schlimmes passieren? Technische Defekte kommen rein durchs Fahren, nicht durch Unfälle. Hey, der ist auf den Motor gefallen.
Bin mal gespannt, wie du die Kurve machst, ohne gleich komplett auseinandergenommen zu werden von hinten. Ja, wenn die Cops den rausschießen. Wofür hast du das Aufwärtsfahrwerk eingebaut? Und es wurde ein Punkt. Oh ja, das bewegt sich relativ wenig jetzt gerade. Nee. Ist einer. Jetzt ist wirklich ein Punkt. Ich baue gerade Abstand auf. Also du musst ihn nur noch abhängen. Ja. Ich habe den Fehler gemacht. Aus Versehen in den Rückwärtsgang gekommen. Keine Sorge, nur 24 Stunden Race und noch 20 Minuten. Okay. Also bis der Counter sich wieder resettet. Ja. Wo bist du denn festgesetzt worden? Weil aus der Richtung werden sie dann kommen. Beim Bamborough Castle. Ja, also kommen sie von. Also sie sind ganz weit weg. Also musst du ihn irgendwie in der Stadt abhängen, damit er das beendet. Er muss, wenn dann einfach nur die Overtime überleben. Das sind auch nur 5 Minuten. Nee, 20 Minuten, haben wir ja gerade gehört. Ah ja, da war ja so was. Hart dran. Das ist doch ohne, ja. Okay, jetzt. Ja, man unterschätzt ganz gerne, wie viel Grip die Impala und die Convict haben. Ich habe mehr Kurvenspeed. Bei Topspeed habe ich ein Problem. Das spawnt einfach eine KI. Ja, das hatte ich auch einmal das Problem. Deswegen hatte ich schon 27 Motor, bis ich in die Verfolgung gekommen bin. Das könnte fast geklappt haben mit dem Austricksen. Na, nicht ganz, ne. Also, eigentlich nicht, ne? Ne. Alter, ich war gerade. Ja, aber nichts mehr hinter mir, gerade. Ja, hast du Schwein gehabt, Alter. Doch, ich sehe ihn noch. Hast du gerade die ganze Zeit nach hinten geschaut? Nein. Ja, doch, eigentlich schon. Ja, okay, gut. Lass mal das. Viel Glück gehabt. Nee, ich glaube, das ist eine Unterführung dort. Ja, ich glaube auch. Echt? Ah, okay, dann, ja. Was? Nee, das war eine Unterführung. Ja, an der Stelle doch nicht, oder? Doch, das ist glaube ich die Brücke, oder? Doch, das ist eine Unterführung. Ich wollte schon sagen, jetzt sind wir... Nicht jetzt vielleicht los, ich habe noch ein paar... Nee, und... Haken geschlagen und jetzt sehe ich wieder nix mal hinten. Er ist doch in derselben Straße wie du. Ich glaube, die Calls sind gerade interessant. Eins. Feierabend. Overtime vorbei, oder? Ja. Also ab jetzt noch 30 Minuten und dann... Überlegen wir uns. Hast du noch so viel Sprit? Definitiv, das ist eine Überführung. Jetzt fährst du auf einer Brücke, ne? Ja. Ja, okay, gut, dann hast du das eigentlich gesehen. Okay. Ja, wunderbar. Dann haben sie 4 bekommen, 2 haben überlebt. Gute Statistik. Ich würde sagen, wir wechseln mal die Teams, werden gucken, ob wir uns als Cop-Team genauso gut anstellen können oder vielleicht sogar noch besser. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Wir machen auch gleich in der Runde, der ganz links steht, fährt nach ganz rechts rüber. Wenn der eingeparkt ist, fährt der jetzt ganz links steht, nach rechts. Und so bewegen wir uns voran. Wir nennen es Operation Raupe. Perfekt, nehmen wir. So, der Seitenwechsel wurde durchgeführt. Es stehen hier 6 brandneue alte Racer-Fahrzeuge, nämlich einmal ein Audi RS2 Avant, ein Lamborghini Diablo SV, der Mercedes-Benz 190E2 Evolution 2.5.TM, irgendwas in die Richtung. Genau. Ein Lamborghini Countach, ein Skyline R33 sowie ein BMW M5? Ja, richtig. Ja. Wusste ich. Andi ist ganz deep drin, was das Autowissen angeht. Ja. Ja, BMW-Modelle kenne ich mir nicht so aus, bei den älteren zumindest. Wir haben Nieren, 2 Scheibenwerfer, fertig. Ja. Reicht doch auch. Muss ein Opel sein. Das ist ein Corsa ab jetzt. Ja, können wir bitte sagen, wir verfolgen den Corsa A? Das ist ein bisschen demütigend. Machen wir. Okay, wunderbar. Kann jetzt komplett überfordert gleich sein. Man muss ja in jeder Folge seine täglichen getriggerten Leute abholen. Ja, ja. Also. Ja. Mercedes-Benz habe ich schon durch. Heute ist BMW dran.
Also was kauft man sich auch nur zu kompensieren, also wenn man mal ehrlich ist. Ja, also, ganz ehrlich. Ihr seid überhaupt ein Fünfer, könnte auch ein Einser sein. Das war alles dasselbe, also. Ja. Bei mir in den Kommentaren, das sagt der VHG-Fanboy. Da habe ich einen Vorteil. Das VHG mag ich auch nicht. Damit ist die meistgedisliked Folge auf Anis Kanal. Top. Ganze deutsche Autoszene, die nicht aufgemacht wurden, aber. Das ist doch, geh mal nach Japan rüber. Das ist der Heilige Gral, lass die Finger weg. Hm. Wer sagt, das ist der Heilige Gral? Gerade dann können wir doch ganz gut reinstechen eigentlich. Ja, so schöne RX-7 mit einem LS-Motor, muss ich sagen, natürlich. Das ist schon vernünftig. So. Also, mir hat mal jemand gesagt, von den Autos soll man die Finger lassen. Hey! Da haben wir Probleme, das stimme ich zu. So, nur 24 Stunden Racer ist auch Präsident. Ich würde trotzdem den Antrag stellen, nein, dass. Ich bin Präsident. Ja, jetzt nicht mehr. Okay, Kobayashi ist Präsident. Ich würde trotzdem den Antrag stellen, dass Lukas und Lukas relativ nah beisammen sind. Einfach für die Verwirrung. Ja, das ist. Wir haben uns geil, vor, wir haben uns geil nicht in ein Gebiet zu schicken. Aber die Map schon wieder offen: Norden, Osten, Südwest und Castle View erkenne ich als Hinweise an. Alles andere wird. Ja, jedenfalls, ich hätte gern einen auf der Strandstraße. Mach ich. Dann, warte mal, machen wir da zwei Norden oder zwei Süden? Nee. Zwei Norden haben wir auf jeden Fall. Ja, zwei Norden. Also machen doch Lukas und Lukas, oder? Lukas ja, und ich fahr mal in den Norden der Stadt hier, komm. Nein, nein, du fliegst da nicht. Sorry, mein Fehler, ja, alles gut, ich bleib, das war ja nur angetäuscht. Ja. Test. Ja, ein Flugplatz und... Was haben wir denn da noch? Einer um den Flugplatz und einer auf der Autobahn. Ja, ein Flugplatz und dann mache ich drei, die Autobahn. 2, 1, das klingt jetzt. Ich hab nicht alles, ja, hallo! Doch nicht. Ich hab doch gesagt, du wieder nach vorne links rausschießt. Crown Victoria sind ein bisschen zivilisierter als die Infernas. Zivilisierter, während ich im Hintergrund gerade jemanden sehe, wie er die Laternen umliedet. Das ist Kollateralschaden. Ja, genau. Okay, nämlich das andere Norden. Du hast einen Kompass auf der Map. Lukas hat den Kompass für sich entdeckt. Ein Wunder. Aber hey, also Norden. Nein, ich meine, weil wir sind jetzt im zweiten Norden und wir haben den Norden ja aufgeteilt, deswegen habe ich den anderen Norden. Ah, den Norden. Ja, ah. Den Norden, mein Gott, warte. Eine Straße ganz im Norden, den Rest macht Lukas. Und wie immer Bambini-Taktik. Was? Heißt alle auf einem, wenn einer. Ah, okay, danke schön. Gut. Bambi-Taktik, einfach draufschießen. Kein Mitleid, ruf da. Also, drauf, keine Gnade zu. Ja, oh. Und L2 da ist Richtung Castle View. Hau rein, Lukas. Fuck off. Richtung Castle View. Du bist also Klon, Klon kann ich auch nichts dafür. Ja, was ist Castle View? Also. Parallel südlich zu. Er fährt Richtung. Mein Gott! Warte mal, ich muss gerade erstmal versuchen, irgendwie. Richtung Himmel! Bleiben. Ja, mein Gott, wir was ist denn Richtung, da noch? Richtung, eine Straße südlich Schloss, auf jeden Fall. Mercedes, Autobahn Richtung Flugplatz aufwarten, vom mittleren Teil. Gleich am Parkplatz, L-Audi. Richtung Parkplatz. Boah, der hat der Power. Richtung Schloss fährt der, okay, also Embro Burg. Ja, wir kommen mal hin. Müsst ihr jetzt am Burg sein. Er fährt jetzt Richtung Osten. Ah, das war doch der Spieler. Die wieder runter. Weiß nicht, wo der Audi ist. Dumm geghostet einen anderen Spieler. Ja, weil, okay. Ist noch wer am Audi? Nee. Cool. Dann auf den anderen. Wo? Mercedes, Flugplatz, besser gesagt, wieder Autobahn Richtung. Nein, nicht wieder. Er fährt schon wieder. Was kann denn er jetzt? Entscheiden. Fahren schon wieder die Auffahrten hoch. Flugplatz Auffahrten. Und er fährt jetzt Richtung Flugplatz. Sagte gleich welche Richtung. Er fährt den südlichen Flugplatz. Und er hat den Lamborghini geküsst. Und jetzt fährt er nördlichen Flugplatz. Richtung Castle View. Lambo lassen wir es als Heckmut, das ist Mittelmotor, ja, da brauchen wir auch dran, dann da würde ich. Also bei Castle View gerade, oder? Ding. Das wird meist fertiges Ding. Ist am Bahnübergang vorbei.
In der Kurve ist gleich bei der Gabelung. Der Flugplatz nördlich. Warum Richtung muss da ein Mazda stehen? Räumen Sie mal so ein bisschen aus, dass Sie dran kommen. Ja, ich bin dran. Wir sind nur zu zweit, weil ja, trotzdem, wir verfolgt den Diablo. Und der Flugplatz nördlich lassen Richtung Strandfahrt. Ja, oh, scheiße. Ich hab falsch gefahren, shit. Wie gesagt, jetzt erstmal dranbleiben, dass wir... Ja, wir müssten mal langsam ein... Der hat Richtung Strand weiter, die gleich... Ui, da verlieren wir... Da ist noch ein Lambo. Fährt wie quer. Dann komme ich darüber. Er hat jetzt die Driftzone Richtung Strand, der Mercedes. Wer ist nochmal am Diablo dran? Niemand. Oder war dran? Jetzt gerade Driftzone Richtung Strand. Oh. Oh, ja, sag mal, schmeißt aus dem Ofen vorbeigefahren. Der hat auch Strand Richtung Süden. Skyline bei Kassel. Okay. Dann sind wir weiterhin aus. Er dreht um. Er hat Strand Richtung Norden. Okay, dann komme ich von da oben hin. Mach den. Ist doch noch gar nicht in der Kolonne, oder? Ist so. Ja, Lukas. Und er fährt. Oh, er nennt ihn. Er macht Schmarrn. Finde ich gut. Ja, und er fährt? Er fährt Richtung weiter Norden, Richtung weiter. Norden, Strand. Ja, ich starte aber Lukas ein. Hab ihn die IQ-Dutch frontal mitgenommen. Wollen er ist gerade beim Start am Leuchtturm. Ja, ich bin kaputt, scheiße. Ja, ich hab dir eine Einladung geschickt, dann kommst du wieder in die Kolonne rein. Okay, komm rein. Wenn du da nicht eh schon wieder drin bist. Aber das war dein Glück, der Kundasch ist Ray. Wenn der nicht in deinem FL gewesen wäre, dann wärst du durch den durchgefahren. Ich? Ja. Bin aber der Kunde. Er fährt nicht. Ich bin rausgeflogen vorhin. Nö, ich bin mit dem Rake Deck, ist der Bunch Richtung Stadt. Also mir ganz um meine Kolonne drin, alles gut. Also fährt er jetzt die nördlichste, also östlichste? Er fährt nur, er fährt, von. Er fährt genau in die Stadt rein vom Strand aus, also. Okay. Hat unfassbaren Grip, also. Ja, das ist ein Mercedes. Ja, trotzdem konnte ich den gerade überhaupt nicht kriegen. Gerade dann ist es eine Verwundung. Oh ja, machen wir mal alle hier jetzt. Jetzt sollten wir alle aufbauen. Ja, nee, ich hätte den später aufheben müssen. Weil der hätte dann sagen wollen. Er bremst ab und gibt wieder Gas. Ich bin an Ray wieder dran, jetzt im Norden gerade unterwegs. Jetzt Anwanger Städten, kurz vor dem Gabelung. Oh ja. Danke fürs nicht. Bomben, ich denke, andere hätten das versucht. Ja. Merkt man, Andi kann. Andi ist ein Veteran. Durch eine 5 Meter Lücke kann ich durchfahren. Wo ist er jetzt? Er fährt weiter geradeaus. Gut. Und das nicht wehgetan hat. Deshalb. Wir können eigentlich jetzt schon festsetzen. Ja. Er fährt. Ja. Gib. Verkehr Richtung. Ja, der hat gar keine Leistung mehr. Der Hit hat richtig gefressen. Ja, einer. Jetzt weiter links. Dann haben wir hinten ran. 21, 22, 22, 23, 24, raus ist er. Super gemacht. Also ich bin jetzt halt gerade an Way dran im Kuntasch von Norden auf der Autobahn. Also ganz Norden im Kreisverkehr sind wir gerade. Ja, Richtung Süden, oder? Genau, Richtung Süden, ja. Auf der linken Seite. Also auf der richtigen Seite so. Okay, copy. Ich habe ihn frontal erwischt, aber das hat anscheinend, ist ja leider wegen Mittelmotor, das nicht viel gebracht. Ja, lenken ist trotzdem gut. Jetzt im anderen Kreisverkehr, also eine weiter tiefer. Ja, was entscheidet er sich? Fährt weiter Autobahn. Sehr gut. Also fährt weiter Richtung... Boah, ist ein bisschen durchs Grünzeug gerutscht. Wenn du neben ihn kommst, versuch mal in einem von diesen Stempeln da rein zu boxen, und nicht da, wo du auf die Straße runter darfst. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder aus der Kolonne rausgeflogen. Nee, noch nicht. Meine Ahnung dürftest du noch haben, aber bleib trotzdem mal dran. Ja, ich kann ihn nicht mehr rammen, scheiße, Dann bleib dran. Ah, shit. Ja, ich bleib dran, ich jag ihn halt einfach. Hi. Ich weiß nicht, warum ich gerade die ganze Zeit einfach random aus dem Kolonnen rausfliege. Ist das schon bei den Auffahrten oder dauert das? Ja, ist jetzt bei den Auffahrten und biegt rechts rum ab. Also fährt so, dass er jetzt über die Brücke kommt. Versucht der Kolonne gerade weiter. Scheiße, ey. Ah, ich weiß nicht, warum der mich die ganze Zeit rauskegelt. Warte, also fährt, der muss dann wieder Autobahn fahren. Sehe ich doch richtig.
Ne, der kann ja theoretisch Richtung Flugplatz fahren. Hab ich nicht gesehen. Dann ist er aber nach links abgebogen. Er mit. Ja, ich hab ihn nicht gesehen. Ja, ich kann es leider jetzt nicht mehr verfolgen, weil ich jedes Mal wieder weiter muss. Ich kann es auch nichts machen. Ich bin überhaupt nicht. Na, gesehen. Machst du nichts. Also, wenn es gar keinen mehr haben, dann wir heute auf die Standardposition. Ich fahre wieder Richtung Norden, ob er da vielleicht wieder zurückgefahren ist. War oben. Sonst, wie gesagt, gibt es eigentlich nur Richtung Flugplatz, konnte er sonst eigentlich nur. Da fährt gerade die Auffahrt drauf. Das bist du, Lukas? Nee, ich bin schon weiter oben wieder. Bin schon bei der anderen Kreisverkehr wieder. Irgendwas Helles, ich auf die Autobahn drauf gefahren. Richtung Norden? Ja, fährt auf der linken Seite, also auf der englisch-richtigen. Ich fahr mal links. Okay, ich komm mal auf der linken Seite. Ah, der ist Gegend. Sehr weit entfernt, also ich bin jetzt nicht mehr dran. Noch einmal. Doch, jetzt sehe ich noch. In welche Richtung fährt er die Autobahn? Richtung Norden. Ah ja, ich seh's auch. Ja, der fährt die falsche Seite. BMW mittlere Kreisel. Ja, ja, ich bin da. Das ist ein Corsa. Oh ja, das war ein Corsa. Ach stimmt, ja, Corsa. Ist oberer Kreisel. Wo fährt er hin? Fährt geradeaus die Autobahn wieder hoch. Also er fährt komplett im Norden weiter zum anderen Kreisverkehr erstmal. Ey, was ist das? Ja, aber gut Tempo. Es ist ein Corsa, was erwartest du? Ja, Entschuldigung, Corsa, es ist ultimative. 120 PS, hallo? Leistung, Gewicht war kritisch. Die große Maschine. So viel Leistung habe ich in meinem DS3. Da fällt rechts nach Edinburgh rein. Ja, ich komme entgegen. Weißt du, bist durch Busch weggerutscht, komplett. Bitte. Ich guck gerade, dass ich ihn im Blick behalte. Über die Schneider kommt er. Nein! Wo? Schade. Ja, er fällt jetzt weiter rein. Princess Street. Genau, die Hauptstraße. Oh, Alter, ist hier Verkehr, Mann! Er ist gleich am Startpunkt. Gleich beim Startpunkt. Ja, ist gerade beim Startpunkt parallel dazu, ja. Ist am Startpunkt vorbei. Könnte majestätischer Kill werden. Richtung Osten, ja. Jetzt ist er abgebogen. Nee, ist er nicht? Oh, du hast ihn getroffen. Okay, sorry. Wollte. Jetzt ist er abgebogen. Durchgezogen hätte, wäre es lustig gewesen. Fährt jetzt parallel zur Princess Street. Ost oder West? Zum Theater. Ja. Den ganzen Befehl fühle ich mich wie bei Lost in Forza. Super. Ja. Stream die Bandbreite. Lebt gerade in der Luft. Ja, spannend. Da hinten rechts hier rein, oder? Und haben verloren. Ja, okay. Zuletzt war er Richtung Strandstraße unterwegs. Vielleicht nicht mehr. Nee, er ist weg. Meintest du nicht, er hat voll alleine eingeschenkt bekommen? Nein, der Mercedes hat vorhin voll alleine eingeschenkt. Aber da bin ich raus. Ich bin 10 Kilometer vor der Küste. Wie viel Prozent darf ich mich reparieren nochmal? 5. Okay, dann mach ich das grad schnell. Ein bisschen Damage gekriegt. Ob ich mich teleportieren kann, aber ich bin 10 Kilometer vor der Küste. Den Bug hatte ich auch noch nie. Okay, Schnellreise funktioniert. Rein. Audi, Strand Richtung Stadt rein. Relativ mittig, könnte einer entgegenkommen. Ich bin auf dem Weg. Haben! Au. Oh. Da ist er, nächstes Mal bitte treffen. Ich glaube, der ist tot. Halber. Ja, oder noch. Er fährt noch, aber er schleicht nur noch. Alter, wo seid ihr gerade? Er fährt weiter Richtung Stadt rein. Ja, dann komme ich entgegen. Ja, ich habe 60% Notwürfe. Ist noch ein BMW ich mir. Guter Call. Wie weit ist er schon in der Stadt? Gleich drin. Okay, welche Seite wir schleifen hier mal den Lack ab hier. Oh Gott! Hier wurde von mir Goliath jetzt gerade eingeblendet. Ja, Goliath rückwärts. Nein, und er biegt links. Hallo? Du guter Hit. Ja, rein, hinten ran. Hat dich mal davor geschoben. 21, 22, da hat eh schon gewuppt. Sehr schön. Super gemacht. Okay. Ah, der Audi war Ray, okay. Ich dachte, der wäre der. Oh. Ja. Haben wir noch irgendwie guter Call? Nee, jetzt sehe ich gerade keinen mehr. Ich fahre gerade wieder im Norden rum. Und auf Ausgangsposition, Maxen. Oh. Denke ich schon, vielleicht was Neues. Richtung vom Corsa haben wir nicht bekommen. Den finden wir wieder. Dafür haben wir auf der Verfolgung vom Corsa den Audi festgemacht, das ist auch okay. Yeah. Ja, und das mit 2-3 Hits. Also. Gleiche Konzern.
Also ich hole dir ja leider bei Förder und Zeug ein bisschen auf. Ja, nee. Denn ich muss kurz überlegen, ein Goliath. So, mach heute einen Trigger Bingo. Ich hab den Goliath kurz irgendwie fast vergessen. Also ja. Warte, Verkehrsunfall, da muss ich ran. Hören Sie mal, Sie sind hier aber falsch ab. Okay, dann kommen wir, Sie fahren wieder. Herzlich haben sich das, haben das außerhalb der Polizei geklärt, alles gut. Ja. Okay, 13,5 Minuten sind vorbei. Und weitere 50 sind noch. Ja, richtig. Der mehr Bonus. Wenn ihr euch fragt, warum Folge heute 2 Stunden geht. Wir legen die Zeiten so, wie es gerade passt. Ja. Wir sind so doof, zu fassen. Forser gefunden. Gefunden Autobahn Richtung Süden, Autobahn abfahrten. Kam entgegen. Warum müssen die immer so fahren? Ich bin komplett am Marsch der Heideverhältnisse, ey. Ich bin komplett im Osten. Ja, das ist ja gut, dann kannst du Strand runterfahren und entgegenkommen. Ja, ist er da abgebogen von der Autobahn? Ich. Das ist doch Luki. Luki machen würde wieder so lang. Ich hab ihn verloren. Also, auf die Autobahn kann er nicht gefahren sein. Er muss entweder Flugplatz Süden oder Norden gefahren sein. Also, ich kann auch Richtung Castle Fury. Castle Fury bin ich jetzt sofort. Okay. Also, wenn da nichts kommt, dann ist er Richtung Strand. Oder oh, ja. Jetzt kurz vorm Bauernhof. Okay, dann komme ich vom Norden mal die Strandstraße runter. Bahnhofskreuzung und Alter, der ist mir auch voll ausgewichen. Der hat mich an deutlich früher gesehen als ich ihn. Ich weiß nicht, wow. Nee, der muss schon vorbei sein. Von wo bist du gekommen? Vom Strand oder? Ich hab keinen gesehen. Dann, ja, von wo bist du gekommen? Bist du vom Strand gekommen? Ja. Dann wird er da abgewogen sein nach links. Der Flugplatz östlich, also eine parallel zur Strandstraße. Okay. Kann ich jetzt anfahren? Nein. Der Chromic, den ich gebaut habe, fahr du mal gerade weiter dann. Okay, mach ich. Keine Spuren. Ja, wir checken dann mal die andere Abfahrt ab. Ja, Flugplatz Norden fahre ich auch gerade. Okay, dann wird er die andere Abfahrt gefahren sein. Ja. Also jetzt kleiner unbenannter Weg da den Richtung Ray-Gedächtnis eventuell. Ja, den fahre ich jetzt. Norden auch. Oder ist Richtung Strand abgebogen. Eins von beiden. Der Quasar ist zu stark. Boah. Hieß ne. Gut, dass ich das wirklich durchgesehen habe mit dem Quasar. Ja. Das ist aber ein starkes Auto. Ja, ja. Das stimmt auch. Und ich habe mich ja gar nicht anzweifeln. Hier, wenn wir jetzt mal haben, Richtung Ausgangsposition anfangen, dann würde ich sagen. Wir nehmen jetzt einfach so ein bisschen die Präsidentenrolle doch. Ja, ich glaube, wir teilen die uns. Du, im Zweifel, wenn nichts bei rauskommt, mach ich das. Ja. Ah, nee, macht das wunderbar. Jo. Okay, neuer Plan, wir nehmen alle fest. Nice. Hey, halt ich nichts von. Oh, ich wollte eigentlich bei Kaffee und Donuts bleiben. Einspruch abgelehnt. Das sehe ich aber nicht so. Ich bin am Corsa dran, der ist bei diesem Arthur's Seat drumherum gedönse, pipapo. Wo ist nochmal Arthur's okay. Seat? Ja, das ist ein Rennen da in dem Berg herum. Berg, ja. Wo konkret? Nord-Süd? Jetzt da, wo es in die Stadt reingeht an dem Bereich, also der Startbereich ungefähr. An dem Rennen. Ah, okay. In welche Richtung? Im Rundkurskreis, wie das Rennen wirklich läuft. Also richtig rum auch. Ja, wir fahren richtig rum gerade. Er hat auch nicht die Möglichkeit natürlich hier auszuweichen. Also, okay. Er fährt jetzt den kompletten Berg rum, okay. Wenn ich kann, dann zur Castleview Road und dann gegenkommen. Ich komme über Gedächtniskurve. Also ich ja, da kann, von da kann ich. Ich halte mal rein, ne? Also ich bin jetzt noch im Rundkurs. Ja, aber wie gesagt, hier, wir sind momentan bei dem Abschnitt, wo er nicht runter kann, weil nur auf Rundwege sind. Ja, yes. Dann werde ich ihm halt entgegenkommen müssen. Ich habe ihn auf der linken Spur, du hinter mir auf der rechten. Also wir kommen jetzt in dem engen Bereich, ja, mit den Zäunen links, rechts. Ja, optimal, das sind wir jetzt. Ja, ich komme jetzt von den Kreiseln aus entgegen. Dann müsst ihr jetzt kommen gleich, sind die Zäune. Ah, das ist von den Kreiseln, wenn ich jetzt auch. Oh, der ist links. Oh, Leute, nein! Alles gut. Achtung, andere Zeitbahn langsam, vielleicht, dann können wir nebeneinander helfen, dann können wir nicht ausweichen. Ich müsste vorher in die Alpen gehen, weil ich sonst alle von euch mitgenommen hätte. Ah! Nein!
Wo ist er denn? Scheiße! Weitergefahren, aber ein bisschen langsamer geworden. Das war wenigstens ein Treffer. Ja, da liegt es. Ja. Okay, gegen Verkehr! Rechts rum. Mann, was ist hier für ein Kaffeekranz? Ich weiß auch nicht, was hier mit Verkehr ist! Wo ist er jetzt hin? Einfach den Kopf hinterher. Ja. Da vorne. Ist er weg oder was? Bitte nicht, ey, das kann nicht sein, dass er schon wieder verarscht hat. Lukas, bist du der Kopf vorne? Nee, ich bin hinter Präsident, hinter dir. Wer ist denn ganz vorne und warum fährt er so lang? Hast du ihn noch im Blick? Nein, hab ich doch gesagt. Also, der ist schon komplett irgendwo abgebogen, der ist schon weg. Es gibt sich dann, ey, das sind, die haben sich schon... Sag vor, sei einfach zu wendig. Das Problem ist jedes Mal, wenn er unterwegs ist, spawnt 20 Kilometer Verkehr vor uns, ey. Jedes Mal. Dann, aber Ausgangsposition, oder? Ey. Ja. Ich glaube, es gibt Stopp, ist aber wirklich jedes Mal haben wir da 20 Autos für den Kreisverkehr stehen. Ey, ich weiß nicht, was hier los ist. Und ich konnte nicht im Vollgas dranbleiben, weil ich euch ausweichen musste. Ich hab was gefunden. Ja, was denn? Wo? Gold, Diamanten? Ich glaub, das ist der Diablo. Er ist auswärts nördlicher Autobahnkreise. Ja, es ist der Diablo. Also die Autobahn runter. Er fährt jetzt in den Kreise rein und er fährt Autobahn Richtung Süden hoch. Also runter. Also runter. Ich bin mal jetzt gerade aus, ich war gerade leicht irritiert. Mal, ob er beim Kreis abbiegt, beim Kreisverkehr oder nicht, wenn du es weißt. Ja, ich habe noch gut im Blick. Da ist auch der Corsa. Er fährt die Autobahn runter Richtung Norden. Alter, ich hau dich gleich. Dreck hab ich nicht erwischt. Nein, er fährt geradeaus weiter, der Diablo. Fährt einfach weiter Autobahn hoch. Was, jetzt hoch oder runter? Der Corsa fährt runter, der Diablo fährt hoch. Andersrum. Wer fährt Richtung Süden? Der BMW ist runter. Der Diablo. Der Corsa ist gerade oben in die Stadt reingebogen an dem Kreisverkehr. Ja, und gleich bei den Abfahrten. Versuch's. Ja, auf Abfahrten sind gleich zwei Einheiten. Ist jetzt auf der Abfahrt, also richtige Seite, also britische Seite. Und fährt wieder runter. Auch dran. Wo ist er hin? Was heißt, er fährt wieder runter? Er fährt wieder Richtung Norden jetzt. Ja, ich habe den Corsa wieder verloren. Ey, ist ja so lächerlich. Ja, Lambo, Autobahn Richtung Norden. Noch vorm mittleren Kreisel. Ja. Bin jetzt auf der Mitte. Blitzer gerade vorbei. Komm, du wirst einen Kreisverkehr gefahren. Was sagt die Uhren? Der dürfte ein paar Sekunden sein, der Lane Diablo. Die Uhr sagt, anderthalb Minuten in der Overtime. Okay. Bremst und auf, fährt Richtung Diablo Stadt rein. Fährt mit der Kreise Richtung Stadt. In Overspeed und schaue, ob ich dem irgendwie in der Wand. Wo fährt der Diablo hin? Mittlerer Kreis Richtung Strand. Also vom mittleren Kreis aus. Richtung Strand? Richtung mittleren in die Stadt. Achso, oh. Er auch Richtung Schloss hoch. Komm gegen. Aber auch nur Porten so. Er ist Rob, du darfst dich in der Overtime nicht reparieren und teleportieren. Nur so als Hinweis. Bin wieder oben. Dann bist du jetzt einfach raus. Und dich teleportiert. Fährt Castle-Straße runter Richtung. Was ist das? Osten? Genau. Okay. Hat auch keinen Verkehr. Bremst ab. Wollten eine hinten draufsetzen. Dann hat geklappt. Fährt jetzt Richtung. Richtung Strandstraße. Ja, Richtung Strandstraße. Besser Stadtausgang Richtung Strand. Hat sich in der Mauer, hat eine Kante erwischt. Ach, schade, ich wäre beinahe hinten. Ist okay. Ja. Schöner Treffer. Sind jetzt Goliath richtig rum aus der Stadt raus? Jo, Warte, wo ist er vorbei? Ich bleib rechts. Weil ich bin jetzt auch ein bisschen langsamer als vorher.
Ja, mir fehlt auch schon ein bisschen Power. Kannst du irgendwie... Versuch dich rechts daneben zu setzen, um ihn links zu verdrücken, weil da hast du gleich einen Vorteil in der Kurve. 2 Minuten noch. NPC ist auf gar nicht gefahren. An den Polizisten kommst du vielleicht rechts daneben. Ich muss erstmal Speed auf. Alter, der Geschwindigkeit. Also mir fehlt Power, ich kann an dem Diablo nicht richtig dranbleiben. Fuck Sachen. Kannst mir Wissenschaften geben, um meine noch wenigere Leistung auszugleichen vielleicht. Ich bin jetzt im Strand, an der Gabelung vorbei. Gedächtnismauer, okay. Spann jetzt nicht. Ja, ich komm Leuchtturm. Am NPC erwischt. Ich bleib links. Bin jetzt am Leuchtturm vorbei. Und der Busch. Boah, der Matze, wer hat den Matze denn da mitgenommen? Ich glaube, das haben wir gerade drei fast drauf. Okay. War der Diablo. Ist Audi weiter Richtung. Ja. Weiter Strand Richtung gerne. Süden. Okay. Ein Schattendueller. Boah. Spannung! Ein Monat noch. Hat sich übelst weit Offroad geschossen, hat einen Baum getroffen, aber nicht seitlich. Rücklassen und weiter. Hier links in die Gebäude. Vorne in die Häuser, vorne in die Häuser, go. Der Power immer noch. Das gibt's nicht. Ja, aber hier davon ist jetzt Kopf, glaube ich, ohne Schaden. Ja, ja, ich habe keinen Schaden. Und schauen wir, ob den in die Häuser. Achtung, Impala, lass uns mal links vorbei. Oh, Scheiße. Oh. Da kommt ein Zug. Hey. Oh, oh. Das reicht noch. Oh, so komm. Nämlich. Okay, ich kann, glaube ich, das gut hier raus. Ich habe 60%. Gerade on your left. Never mind. Er ist schon wieder komplett auf und geflogen. Ja, wo ist er hin? Ja, da war Ohr getroffen. 3, 1, vorbei. Ja, schade, ja, ja. Es ist halt Autobahn hoch, Autobahn runter, durch die Stadt gerade durch und dann Strand runter. Ist halt, naja, schwierig, aber ja, war trotzdem, war okay auf jeden Fall die Runde, war okay. Ein paar Ansagen kamen leider ein bisschen spät ab und zu, aber das passiert halt. Haben ja jetzt alle auch schon ein bisschen länger nicht mehr CVR aktiv gespielt in Horizon, deswegen würde ich sagen, das war durchaus okay. Da war so leicht aggressive Kritik im Unterton, ich habe das rausgehört. Alle etwas angerostet. Ja, das geht aber nur auf dich, also. Ja, ist halt schade, dass am Ende leider den Porsche wir nicht bekommen haben. Ja, und ich den Porsche auf jeden Fall auch sagen. Nicht. Genau. Das war's dann auf jeden Fall mit dieser Ausgabe. Alle Sichten sind unten in der Beschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.